Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Metro 2033. Oh, Alter, das war knapp. Okay, ich bin hier jetzt endlich einmal wieder in der Metro. Nach einem sehr stressigen Wochenende. Ja, wirklich, weil ich hatte echt keine Zeit, jetzt am Wochenende irgendwas aufzunehmen, geschweige denn hochzuladen. Im Laden ist hier gerade irgendwas weggeflogen. Egal. Jetzt geht es allerdings weiter. Und ich weiß endlich, wo ich her muss. Hoffe ich zumindest. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass es richtig ist. Maske. Wollte schon sagen, warum atmet er denn so komisch? Aber hier war ja was. Hab ich jetzt gerade. Ne, sah so aus. Okay. Da haben wir alles. So. Mal eben schauen, wir müssen immer noch in die Richtung. Gibt es hier hinten vielleicht irgendwas? Das finde ich jetzt doch relativ interessant zu wissen. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der hier da und runter gefallen ist. Warum kann ich denn? Okay. Ja, ich war anscheinend doch der Einzige, der hier da und runter gefallen ist. Ja. Okay. Moment, mache ich einmal kurz. Einmal ganz kurz. Einen kleinen Augenblick. So. Geduld. Ich hoffe mal, ich bin hier richtig. Weil sonst wüsste ich echt nicht, wo es weitergehen sollte. Gott, was ballern die denn da oben so? Ja, schön. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen öfters die Augen offen halten. Wie viele Medipacks haben wir noch? Zwei. Ja, alles klar. Das war eine Sprengfalle, Brandfalle, wie auch immer. Wirklich ein kleines bisschen. Sind diese Pilze sowas wie Wegweiser? So in der Art? Ja, ja. Tatsächlich. Ach, da unten muss ich. Ja, schön. Gut, die Pilze sind anscheinend wirklich irgendeine Art Wegweiser. Oh, oh, das war knapp. Nehmen wir mit, natürlich. Okay, hier muss man echt aufpassen. Okay. So. Es tut mir echt leid, wenn ich immer mal wieder Fallen übersehe. Aber ich bin halt ein sehr hektischer Spieler und ja, da kann das dann doch schon mal vorkommen. Kann ich hier jetzt nichts mitnehmen irgendwie? Irgendwie gar nicht so? Nee? Okay. Ja. Yeah. Weiter geht's. Boah, nervt dieses Rumgeballer da oben, ey. Da ist nichts. Ich habe zumindest jetzt nichts gesehen. Wenn wir gleich in die Luft fliegen, weiß ich Bescheid. Okay. Ja, ich hatte das jetzt letztens schon im... Ach da. In dem Jurassic Park, in einem Lego Jurassic World Let's Play gesagt. Das ist jetzt abgedreht. Eben, vorhin. Und ich wüsste gerne, was man so als nächstes mal zocken könnte. Also ich habe eigentlich so ein bisschen Bock GTA 3 mal wieder. Ich wollte so die GTA-Reihe mal anspielen, durchspielen. Zumindest die Story oder auch so ein bisschen Scheiße machen. Ja, da wollte ich halt mit GTA 3 anfangen. Oder allerdings L.A. Noire. Das wäre natürlich auch noch was. Das war auch ein richtig geiles Spiel, finde ich.
Oder man macht Mafia. Mafia 2 wollte ich machen. Mafia 1 ist auch nicht schlecht, aber ich fand Mafia 2 jetzt so storytechnisch und auch von der Atmosphäre her hammergeil. Was? Okay, ich glaube. Oh! Alles klar. Kann man hier irgendwas. Ey, hier, ganz ehrlich, hier liegt so viel Ausrüstung auf dem Tisch, ne? Und die Lampe aus. Ey, ist unglaublich. Man kann nichts mitnehmen. Ja, toll, hier, Wurfmesser. Sind voll. Okay. Da fällt mir ein, ich sollte viel mehr mit. Achso. Gute Arbeit. Ich werde nicht fragen, was dein Auftrag hier ist. Wir gruppieren uns neu du und bist mein ziehen Auftrag. Uns zurück. War mir eine Ehre, dich zu treffen. Und vielen Dank nochmal. Ja, bitte, bitte, bitte. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Warte mal. Da nehmen wir uns doch das mit. Würde ich sagen, ne? Das finde ich ganz geil, das Gewehr. Machen wir. Ach ne, Taschenlampe war aus, gut. Sehr gut. Und ich schätze, wir müssen uns hier jetzt wieder so ein bisschen durchsneaken. Hammer, Alter. Teilweise echt so ein bisschen Action-Atmosphäre, teilweise auch richtig beklemmend. Weißt du? Schade, man kann den Blick, die Blicksensibilität nicht noch feiner machen. Das ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, wir kriegen es auch so hin, oder? Boah, scheiße, hoffentlich sieht er mich nicht. Was gibt's hier? Ah, schön. Boah, wenn hier jetzt eine Sprengfalle drin ist, ne? Ich raste so aus. Boah, wäre das gemein. Muss ich doch dahin, oder? Muss ich doch dahin? Ich meine, ich muss doch dahin, oder? Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Okay. Hier nochmal aus. Ist hier keine Munition? Nö. Alles klar. Oder Fallout 3. Fallout 3 würde ich auch gerne nochmal zocken. Das war so mein. Oh, fuck. Ja. Okay. Oh, scheiße. Ja. Natürlich. Und er kommt wieder zurück. Natürlich. So. Was zur? Mein Gott! Entschuldigung. Scheiße. Da hinten. Nee, da drin. Was ist das? Ach so, das ist nur die Flagge. Okay. Nee. So, das. Mal eben nachladen. Du weißt nicht, wo ich bin. Du weißt nicht, wo ich bin. Oh, scheiße, ey. Ja, ist das so? Nein, falsch. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Doch, das sind die Granaten, ne? Fuck. Ist das? Schön. Schön. Was zur? Ja, das ist natürlich super gelaufen.
Einmal Entschuldigung dafür. Und weiter. Scheiße, ey. Nein! Fuck, 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 fuck. Alter. Ja, die kommen wieder zurück, ne? Oder? Zurück. Ha. Okay. So. Entschuldigung, musste sein. So. Was hat er noch? Nee, Munition reicht. Hat er mich jetzt gesehen? Oh, scheiße, bitte nicht, ey. Oh, bitte nicht. Alter. Fuck, ey. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Aha. So, wenn wir jetzt ihn hier wegholen. Sieht das einer? Boah, ich hoffe, das hat keiner gesehen, ey. Bitte. Könnt ihr ausmachen? Oh, tatsächlich. Sehr schön. So. Ganz ehrlich, bin ich hier richtig? Ja. Okay. Ruhig und vorsichtig. Ruhig und vorsichtig. Mhm. Ich wollte nachladen, Alter. Scheiße. Glaub, da. Oh Gott, bitte bleib nicht. Nein, bitte guck nicht hier hin. Was? Scheint so, als ob jemand. Oh Gott, bitte nicht. Dreh dich um und geh. Verdammt, genau. Das hätte ich in dieser Situation auch gesagt. Da ist er. Okay. Alter. Okay, was macht er denn? Bleibt er da stehen? Ich hoffe. Kann ich die Feuer nicht ausmachen? Schade. Ja. Natürlich, lauf ins Feuer. Natürlich. Klar. So. Ah, okay. Oh Gott, bitte dreh dich nicht um. Boah. Oh Gott. Okay, da haben wir. Das ist der, ne? Das ist Nummer 1. Der geht. Da ist Nummer 2. So.
So, sehr schön. Das. Warte mal, haben wir das? Das haben wir, okay. Das haben wir aber. Ohne Schalldämpfer. Oh, und das ist ein anderes Scope, ne? Ja, aber egal. Obwohl, nee. Nee, 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 nee. Komm, wir nehmen das. Wir haben die. Was? Hat er uns jetzt gesehen? Nee, ne? Ja, es zieht ein wenig. Da hast du recht, mein Freund. Da hast du recht. Jetzt weiß ich nicht, dreht er sich um, oder? Du verdammter Freak! Was? Wie hat er mich gerade genannt? Hat er mich gerade Freak genannt? Schade. Ist hier noch irgendwas? Habt ihr das auch gehört? Ich habe da was gehört. Ja, immerhin bin ich richtig. Ist ja schon mal etwas. Ja, vorlesen werde ich jetzt erstmal nicht. Ich werde das hier kurz reinhalten, damit ihr das selber durchlesen könnt. Könnt ihr auf Pause drücken. Weißt du, sonst werden es immer mehr Folgen und mehr Folgen und mehr Folgen. Und ja. Ihr versteht das doch, oder? So, da ist nichts mehr. Hier ist auch nichts. Da ist sowieso nichts. Weiß ich gar nicht, habe ich hier schon geguckt? Ja, ne? Ja, da ist auch nichts. Na gut. Wollen wir doch mal schauen, wo es hingeht. Nee, ganz ehrlich. Cooles Spiel. Richtig geil. Sehr gut gemacht. Und ich finde sogar, jetzt hier, Metro 2033 und Metro Last Light sind noch sehr viel bedrückender als Metro Exodus. Weil Metro Exodus hat ja diese Pseudo-Open World. Und da ist es alles noch ein bisschen weitläufiger. Schön. Hallo? Okay. Ja, dann trinke ich erstmal einen Schluck, ne? Ja, ist das süß. Ey, ganz ehrlich, seit einem Jahr ungefähr, seit ich 25 geworden bin, so süße Getränke, ne? Das geht kaum noch. Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Ich bin keiner von den Roten, also ich bin... Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Braucht ihr nicht. Ich brauche keinen Babysitter. Was? Hä? Dein Ernst? Ich lieg doch schon am Boden. Gutes Argument. Also gut, du roter Abschaum. Bitte zu deinem Max oder sonst wem. Oh. Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. Oh, jau. Schicker Sprung. Hallo? Bin ich jetzt im Himmel?
eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. Ja, irgendwie schon. Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Hunters Zeichen. Ich bringe dich besser zu Miller. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Alles klar. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. Oh nein, nicht schon wieder Panzerwagen. Das hatten wir doch erst. Oh, was ist das? Pavel, das ist der Plan. Hey, ist das... Achso. Jungs? Ernsthaft, sind die jetzt ohne mich gegangen? Wirklich? Jungs? Ach so, warum? Und warum nehmen die Munition nicht mit? Was ist denn? Okay, das nehmen wir noch mit. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst mir bitte auch einen Daumen nach unten da, aber dann bitte mit einer Begründung per Kommentar. Alles klar. Und wenn ihr mehr sehen wollt, verfolgt meinen Kanal, verfolgt diese Playlist, verfolgt mein Let's Play und lasst ein Abo da. Alles klar. Dankeschön. Ciao.